Karlsruhe. Der Rainer Gottwald, der hat mir geschrieben, dass kommt irgendwie Fernsehteam, aber hat irgendwas mit dem Boxen zu tun, das sind noch mehrere Boxer. Jetzt fängt sie an, jetzt geht es ja richtig rund mit der Vorbereitung für den nächsten Kampf. Und ja, dann sieht man auch in Zukunft mehr. Also jetzt die Anfangsvideos, die waren glaube ich mehr einfach zu meiner Person, um mich kennenzulernen, für die Leute, die mich nicht kennen. Aber ja, jetzt, da es ja in die Vorbereitung geht für den nächsten Kampf, sieht man dann auch boxerisch mehr. Und so wie es aussieht, machen wir ja auch Trainingslager in Teneriffa. Und da nehme ich euch alle auch mit. Da freue ich mich schon drauf, das wird richtig geil. Das ist genau das, was man braucht für eine Vorbereitung. Kann man abschalten, nur aufs Training sich konzentrieren, alles drumherum vergessen. Voller Montur, guck mal, richtiger Athletiktrainer. Sorry. Heute ist der Wahnsinn mit der Lucy. Ja? Okay. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every street. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Was kommt jetzt? Sippin' on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it, you know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic, keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. Wir sind eigentlich voll im Plan. Wir gucken, dass er die aerobe Kapazität verbessert, dass er an Kraft zugewinnt und dann wird er wird es viel mehr im Bereich Schnellkraft und Reaktionsschnelligkeit sein, Handlungsschnelligkeit etc. Und aktuell macht er ganz gute Entwicklung. Gerade eben habe ich noch gekotzt, aber das sind so, keine Ahnung, das waren irgendwie neue Anreize. Weil das Entscheidende ist, in dem Bereich wie jetzt vorhin, ja, da passiert relativ viel in der, wo Laktat gebildet wird, aber auch wieder eliminiert wird. Mhm. Ja? Das ist die aerobe Kapazität, das was dazu führt, dass ich auch schnell wieder regeneriere. Mhm. So, du hast eine schnelle, kurze Infight-Aktion, es geht raus und dann muss der Puls wieder runter. Und dafür sorgt die aerobe Kapazität. Ja, schon geil heute, die Sachen, die wir gemacht haben. War auch Neues dabei. Das hier zum Beispiel, Playboy, ja. Ich nenne es Playboy, wie nennst du das? Das ist der Jefferson Curl. Ja, genau, ich nenne es jetzt Playboy und das mit dem Band, das war auch richtig heftig hier. Pup, ja. Pup, obwohl das noch gar nicht, und das war nicht mal starkes Band. Du hast doch gerade vor kurzem gekämpft, oder nicht? Ja, am Samstag. Ja, also, da müsste ich doch eigentlich noch dein Gewicht haben. Das sieht jetzt schon wieder aus wie 100 Kilo. Nee, dein Zitro so aus, weil ich gerade aufgewacht bin. Komm mir nicht zum Scheiß. Weißt du, was witzig ist? Hä? Willst du was Witziges hören? Hä? Du bist auch gerade auf der Kamera. Ja, man hört schön, wie du am bist. Dass der gleich abputscht. Das
Müssen wir mal machen. Ey, ihr legt mich auch immer rein. Keine Ahnung. Okay, das ist gut. Ja, das ist fett geschämt, der Junge. Der stellt mich auch immer bloß. Immer, wenn ich Geburtstag habe oder so, dann postet er auf Instagram irgendwelche peinliche Videos von mir. Peinliche Bilder und Videos. Hey, ich wollte gar nicht sehen heute. Ich bin nicht so gut. Wir schaffen das noch irgendwie, wir schaffen das noch. Jetzt werde ich jetzt alles reinlegen in die Waagschale, was ich da habe, dass wir miteinander große Erfolge feiern. Wo ist der Bratzo? Wo ist der Bratzo? Kann ich gar nicht bezahlen. So, jetzt pass mal auf. Was kannst du mir lassen? Ich möchte von jedem schön ein Foto haben, von jedem Einzelnen. Und der Gruppe mit Laszlo und mit Michael ein Foto haben von jedem Einzelnen. Ja. Und dann ein Gruppenfoto. Nein, ich sag dir auch schon Ciao. Hey, hey. Also wie ich sag, ich spreche die nächsten zwei Tage auch in deinem Namen. Wie war das Event? Ja, war ganz gut. Jetzt weiß ich auch endlich, worum es geht, aber leider darf ich es nicht erwähnen. Aber es wird nice. Wird auf jeden Fall nice. Mit Fernsehen. Das läuft immer noch. Voll Ringrige. Ja, wir fahren jetzt wieder zurück nach Lautern. Wir holen jemanden ab, einen Freund von mir, und dann fahren wir nach Frankfurt ins Training. Marvin, was hast du eigentlich mit der Hand? Was hast du mit deiner Hand? Ja, wird operiert. Ja, warum wird operiert? Vom Training. Vom Training. Was ein Lügner! Von einem Missgeschick, von einem Missgeschick! Was ein Lügner! Oh, geil! So, komm! Wir sind schon spät dran! Jetzt sind wir im Challenge Club. Hier trainiere schon seit 6 Jahren. Das würde ich auch sagen, ist mein zweites Zuhause. Leute hier sind cool. Atmosphäre ist Hammer. Ich fühle mich hier einfach pudelwohl. Also hier habe ich mich schon oft fit gemacht für meine Kämpfe. Frankie. Ja, komm auf die Uhr, Mann. Ja. Ich bin jetzt gleich mit dir. Ist gut. Was ist das? Ich zieh mich um, ich bin schon gespannt. Guck mal, guck dich. Kannst du ein bisschen hingucken? Da sind auch Plakate von mir und so. Deswegen sag ich, ich bin hier zu Hause. Da. Ja, wir machen heute das erste Training von der Vorbereitung. Mal ein bisschen Basics wieder. Und wir wissen erst morgen, gegen wen er boxen soll. Und dann erst beginnt die richtige Vorbereitung. Wir müssen erst mal wissen, gegen wen, was, wie der boxt, der Mann und so weiter. Und dann schauen wir mal. Was ist denn deine Haltung gearbeitet? Ja, hat schon genug Zeit. Hey, ich bin besser so. Ja, genau rechts, genau. To say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep. Was ist Evgeny? Evgeny aus Lazaretis. Hey, bro. Schwergewicht. Top-Mann weltweit, gefragter Mann. Wenn der Michael boxt, die letzten Sparrings lasse ich mich mit ihm immer ein paar Runden drehen. Das ist so Hardcore-Programm. Ja, 20 Kilo mehr. Sehr guter Boxer und eisenharter Kerl. Das ist dann wirklich Hardcore-Sparring.
Right next to me, I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. A 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, 'cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, 'cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to come back. Ich bin am Ass. Ich muss wieder reinkommen, ohne Scheiß. Training, Athletiktraining, so, das ist alles gut, ja. Aber Boxen ist was anderes. Ich hab jetzt so 2 Monate geboxt schon, seit meinem letzten Kampf. Einmal noch danach. Habt ihr mal vom Fappen die Hand geholt? Mal gucken. Trainier mal mit dem. Du machst mir immer Geschenke, der Frank. So geil. Mach dir keine Geschenke. Das ist Geschenke. Hab doch gesagt, wir holen mal die vom Pfaffen da. Ja. Kampfhandschuhe. Dann gucken wir mal. Kannst du die kaputt hauen? Ich mach Ding. Lass sie doch hier. Nächstes Mal, wenn ich komme. Oh, was sind das für welche? Das ist für der Isaac. Geh mal her. Ich hab schon gedacht, was für geil kleine Handschuhe. Damit kann ich Leute kaputt hauen. Mach 6. Wie fühlst du dich? Gut, war geiles Training. Auf jeden Fall. Lang keine Handschuhe mehr angehabt. Jetzt durfte ich mal wieder ballern. Echt geil. Nein, ernsthaft. Im Ring fühle ich mich gut. Und ich sag halt immer, im Ring fühle ich mich sexy. Das hat nichts mit männlich-weiblich zu tun. Sobald ein Ring ist, ist es immer die Mikey-Show. Die Mikey-Side-Show. Genau. 2 Schwerter, was ich sagen soll. Gib mir 2 Minuten. Komm. Also, erstmal alle, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. War heute ein gutes Training. Heute war ich mal am Start damit dabei. Wir müssen jetzt leider Tschüss sagen. Wir gehen jetzt noch ordentlich durch den Bauch vollhauen. Und dann geht's ab nach Hause. Immer schön abonnieren, immer schön teilen, liken. Das ist die Hauptsache. Bis zum nächsten Mal, gell? Adios. Und ciao. Ein bisschen Kamera schneiden wir schon noch, oder mein Bruder? Nur beim Tschüss sagen und beim Hallo sagen. Ich habe wieder irgendwas vergessen. Schon nicht ungefährlich. Wenn man lange Zeit nicht macht, fällt in die Präzision. Man gewöhnt sich an die Trainer und so weiter. Und heute ein paar Mal beinahe das Näschen gekriegt. So, Trümmerbruch kann ich auch nicht gebrauchen. Asozial, halt. Boah. Asozial. Das wolltest du doch. Ja. Ich will das nicht, ich brauch das.